So, hallo und herzlich willkommen noch auf der Wiese, bald auch hoffentlich im Wald. Ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes, um Butter zu besorgen. Weil wir haben aus den Niederlanden noch Ond Bijt Koek, den ich wahrscheinlich nicht korrekt ausspreche, Frühstückskuchen, und der verlangt nach Butter. Und darum dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, mache einen kleinen Umweg zum Discounter des Weißen Mannes und erzähle noch was. Und zwar ja zu den drei Folgen von Seven vs. Wild, die ich noch nicht kommentiert habe. Allzu viel habe ich dazu gar nicht zu sagen, aber bevor wir das tun, nehmt zur Kenntnis, das hier ist der schönste und größte Liriodendron Tulpifera, den ich persönlich so kenne. Wirklich jedes Mal ein Hochgenuss, an diesem wunderschönen Baum, insbesondere im Herbst, vorbeizulaufen. Wirklich sensationell, ne? Also ich finde den klasse, absolut, ja. Erfreulicherweise komme ich hier häufig vorbei. Gut, also, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Damit ich nicht das gleiche wie letztes Mal erzähle, mache ich jetzt einfach über die sieben Teams, die zum meines Kenntnisstands jetzt noch im Rennen sind. Letzte Folge, ich glaube fünfte oder was, ist damit geendet, dass das Telefon geklingelt hat und man jetzt vermuten darf, dass irgendwer abgeholt werden soll, keine Ahnung wer. Das ist schon recht spannend gewesen, zugegeben, dass Salz in der Suppe ist, dass da irgendjemand vorher nach Hause gehen möchte. Oder sie haben irgendein anderes Telefonklingeln da eingebaut oder was weiß ich. Aber das ist der aktuelle Stand. Ja, und da ihr mich frequentiert nervt, dass ich da nochmal was zu erzählen soll, wie gesagt, machen wir das jetzt halt mal. So, also, da hängt ein Kabel im Bild. Das lässt sich lösen, das Problem. Zu den Teams. Ich würde einfach mal so ein bisschen meine Idee, wie survivalmäßig die jeweils unterwegs sind, zum Besten geben wollen. Von grob eher nicht so bis hin zu, ja, das ist ganz ordentlich. Und bei eher nicht so fangen wir bei Papa Platte und Reese an. Was haben die jetzt gemacht? Wir fassen nochmal zusammen, was haben sie denn in Folge 1 und 2 gemacht? Sie sind planlos in den Dschungel, der natürlich kein Dschungel ist, sondern der pazifische Regenwald. Pazifischer gemäßigter Regenwald, wenn man so möchte, kühl gemäßigt. Egal, jedenfalls, da sind sie planlos reingerannt. Inzwischen habe ich auch rausgefunden, warum. Das wusste ich letztes Mal noch nicht. Sie suchen einen See. Und ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass sie deswegen einen Seeruf suchen, weil sie wohl im Briefing, im Vorfeld gesagt bekommen haben, von Leuten, die sich da auskennen, dass sie einen See suchen sollen, weil da gibt es Fisch. Gut, also ist es jetzt auf einmal dann doch nachvollziehbarer, dass die ja ins Hinterland gerannt sind als allererstes. Weshalb sie im Moor leben, weiß ich immer noch nicht, beziehungsweise im Sumpf. Es soll da mal so einen Oger gegeben haben, der da auch im Sumpf gelebt hat, weil er seine Ruhe haben wollte. Aber lassen wir das. Jedenfalls, was haben die survival-technisch bisher so getan? Sie haben zwei Tripods errichtet, sie haben eine Stange drüber gelegt, haben da irgendwie eine Plane dran gehängt und seitdem liegen sie da wahlweise drunter oder schleichen noch irgendwo durchs undurchdringliche Dickicht und stellen fest, dass das alles gar nicht so einfach ist und sie noch nicht wirklich was zu essen gefunden haben, bis auf, glaube ich, ein ganz paar Beeren. Inzwischen haben alle Kandidaten, so viel, außer Joey Kelly, glaube ich, der scheinbar sich vorgenommen hat, nichts zu essen. Scheinbar. Jedenfalls macht er nicht den Versuch, das bisher zu tun. Haben ja bisher was Futterbares gefunden. Also zumindest eben die Solon-Scheinbeere oder Charlonberry oder wie auch immer man die jetzt genau nennen möchte. Und das ist ja schon mal was. Ja, das ist es im Grunde. Also die bisherige Survival-Leistung ist halbwegs von der Küste weg sein, hat auch Vorteile. Wie wir inzwischen wissen, kann Küstennebel aufkommen, der dann direkt an der Küste für Niederschlag sorgt, aber auch mehr oder weniger nur da, weil ja nur Fritz und Martin und
ich glaube, Trimax und Rumatra ein bisschen nass geworden sind. Und das würde dann von der Lokalität her einigermaßen hinkommen, dass die halt ein bisschen exponierter sind, während die, die woanders sind, auf der hinteren Insel und oder an der Südküste, vom Regen scheinbar wenig gemerkt haben. Das hat der Fritz sehr schön aufgeschlüsselt. Und das dürfte auch korrekt sein. Und so gesehen ist das durchaus ganz interessant, dass eben die im Landesinneren Hockenden, die eine Gruppe, die im Landesinneren, in Anführungszeichen im Landesinneren, hockt, ja, vom Regen verschont geblieben ist. Ja, so gesehen kann man sagen, das ist vielleicht ein Vorteil. Ja, und das war's dann auch. Ansonsten haben sie da wenig Brennholz, quasi kaum Bauholz, bis auf so ein ganz paar Äste, und sich den kältesten Ort, den es da so gibt, ausgesucht, weil, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, Moore immer so zu den kältesten Flecken überhaupt gehören, egal in welcher Landschaft man sich so allgemein befindet. Ja, ich überlege kurz, ob mir da noch was einfällt. Kleiner Schnitt. Ja, also was das Erschließen von Nahrungsquellen angeht, würde ich da mal sagen, 0 Punkte von 10. Machen wir doch mal so ein lustiges kleines Ranking, so ganz spontan und ohne mathematische Genauigkeit. Für Shelter-Situation bisher würde ich mal so 3 Punkte geben. Ist da nicht gefährlich, ist da aber auch wirklich nicht schön. Und abgesehen davon, dass die Plane, die sie dabei haben, wohl ganz gut ist, wenn es da ordentlich regnet, dann wird das da viel zu eng darunter, und dann haben die da also schon, naja, Überdauerungsmöglichkeiten mehr, aber auch nicht. Von daher also eher mau. Ja, und allgemein würde ich jetzt so sagen, von der Gesamtperformance und wie stellt man sich an mit dem Land, wie viel Erfahrungswissen zeigt man, was die natürlich nicht haben, deswegen sind sie ja dabei, damit man eben auch ein paar Anfänger dabei hat, das war ja der Plan, wie wir ja wissen, aber ja, da sehe ich halt wirklich nichts an Erfahrungswissen. Ja, aber immerhin haben sie auch keine allzu großen Firlefanzereien mehr gemacht in den letzten Folgen, also da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Gut, machen wir spaßeshalber mal weiter mit Trimax und Rumatra. Die, würde ich sagen, sind lagertechnisch ganz gut aufgestellt. Spätestens seit sie jetzt rausgefunden haben, dass sich auf der Innenseite eines Tarps bzw. einer Plane Kondenswasser bildet, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit außerordentlich hoch ist. Und das haben sie gelöst, indem sie Abflussbretter unter ihre Plane gelegt haben, die dann tatsächlich verhindern dürften, dass es von der Plane nochmal allzu sehr auf den Schlafsack tropft. Dass das überhaupt dazu gekommen ist, ja, das würde ich halt eben unter nicht wissen, dass es Kondenswasser an Tarps gibt, verbuchen. Nicht so schlimm. Die Schlafsäcke, die sie dabei haben, sind einigermaßen wasserabweisend. So schnell weichen die nicht vollständig durch, dass das ein Problem sein dürfte. Also auch die Pfütze, in der der Rumatra mit den Beinen drin gelegen hat, sollte nicht allzu schlimm sein. Davon abgesehen, der Schlafsack ist wahrscheinlich etwas länger, als der Rumatra ihn braucht. Also wenn der Fußbereich komplett nass sein sollte, dann könnte er da einfach den Fußbereich abwirbeln mit einem Stück Schnur, mit einem Stück Draht, mit was auch immer sie dabei haben, haben sie ja alles sowas in die Richtung, und dann wäre das überhaupt kein Problem. Das sollte also eigentlich klappen. Ja, das zur Shelter-Situation, das ist also eigentlich ganz ordentlich. Der Ort für Shelter ist mit am Strand natürlich suboptimal. Jetzt ist die Frage, haben wir es mit großen Flutsituationen zu tun, da wo die Lächtigen potenziell auf jeden Fall, aber doch eher unwahrscheinlich, dass es da wirklich bis zu denen hinkommt. Aber das wissen sie nicht. Und da sie nicht in der Lage sind, das einzuschätzen, dürfte man sagen, ja, besser wäre es gewesen, sie hätten, wie alle, die es getan haben, auch ein Stück weit ins Landesinnere ihr Lager errichtet. Das ist also definitiv ein Nachteil. Nicht so furchtbar schlimm in dieser Situation, denke ich. Aber es ist ein Nachteil. Ja, baulich ist das Lager in Ordnung.
Die Plane ist ein Dyneematab. Das ist das Beste, was man in die Flasche hat reinkriegen können. Ich war dann noch überrascht, wie viel sie davon in die Flasche reingekriegt haben. Da muss dann Vakuumieren offensichtlich doch erheblich hilfreicher gewesen sein, als ich mir das gedacht habe. Und ja, bedeutet, vom Lager her ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung, dadurch, dass sie noch eine Isomatte gefunden haben. Trotzdem ist noch auf die Idee gekommen, sind da ein paar Zweige drunter zu legen. Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist gut. Da würde ich jetzt so eine, weil es halt am Strand ist, nur eine 7 von 10 potenziellen Hüten vergeben wollen, weil wenn es nicht am Strand wäre, dann wäre das alles prima. Dann wäre es, also, naja, sagen wir mal, dann wäre es eine 8 oder ja, doch eine 8. Ja, das muss ja noch Luft nach oben sein, wer tatsächlich eine Blockhütte baut, der muss dann halt eben noch die 10 bekommen können. Also so gefühlt ist das schon wirklich ganz ordentlich, sheltermäßig, was sie da gebaut haben, Ehre wem Ehre gebührt. Ne? So, dann ist das Problem, eigentlich wollten sie ja das Team Bauen und Brühen sein und haben bisher noch nicht gebrüht, wenn auch gebaut. Und das mit dem Nicht-Brühen liegt daran, dass der Versuch, Kupferfolie als Topf mitzunehmen, leider an der Gier gescheitert ist, dass man eine dünnere Folie genommen hat, als vorher ausprobiert wurde. Und wie jede dünne Metallfolie, ich kann da auch ein Lied von singen, ich habe das auch mal getestet, kriegt eine dünne Metallfolie, wenn man sie zu einem Topf formt, ruckzuck ja, Löcher an den Bruch, an den Biegekanten. Da muss es schon wirklich eine relativ dicke Folie sein, dass das funktioniert, ohne dass die dann an der Stelle sofort Löcher bekommt. Man hätte also lieber eine kleinere Menge an Folie, dafür aber in dick in die Flasche packen sollen, so wie das ursprünglich geplant ist, gewesen ist. Das war also dann ein Fehler von Rumatra, den gibt da auch zu. Und ja, das ist ein Fehler und das bedeutet, jetzt haben sie eben nicht einen wahrscheinlich tatsächlich relativ gut funktionierenden Kochtopf, solange man damit bloß Gemüsebrühe zubereiten möchte. Ja, haben sie also nicht. Ne? Dann haben sie versucht, im Helm zu kochen. Gute Idee, ein Versuch ist es wert, warum nicht? Wir haben inzwischen auch gesehen, nicht nur bei dem, auch bei anderen Teams, was für ein Kochutensil eigentlich zum Einsatz kommt. Das ist eine Bushbox, tatsächlich die richtige Bushbox, so wie ich das sehen kann, von Bushcraft Essentials, Bushbox XL, glaube ich. Und ja, das kann man machen. Damit ist Feuer machen ein sehr großes Stück einfacher als ganz ohne irgendeinen, ja, Topf, wo man Feuer drin machen kann. Und das soll ja wohl eben als Schutz vor Waldbrand dienen. Inzwischen hat man auch gesehen, die haben auch Feuerlöscher dabei. Auch wahrscheinlich eben als Schutz vor Waldbrand. Ist nachvollziehbar. Ist natürlich aus Survival-Sicht ein bisschen schade, aber sehr nachvollziehbare Schade, dass da niemand möchte, dass sie die Insel anzünden. Ne? Von daher, ja, kann ich nachvollziehen, finde ich gut. Letzten Endes eigentlich gut. Ja, auch wenn es so ein kleines, ach ja, wäre doch schon schön, denen jetzt beim Versagen, beim richtigen Lagerfeuer machen, zuzugucken. Ja, aber ja, gut, so dürfte eigentlich jeder ein Feuer hinbekommen. Und damit ist das Thema Feuer eigentlich jetzt auch nicht weiter beachtenswert. Nahrungstechnisch haben sie auch noch nichts gefunden. Ihr, beziehungsweise ein paar Beeren gegessen. Okay, das hat jetzt inzwischen jeder. Sehr wenig Beeren gegessen, trauen dem Ganzen nicht so richtig. Der Rumatra hat sich getraut, ein Stück Alge zu mampfen. Ich glaube, das ist irgendein Seetang. Aber fragt mich nicht, was Bestimmung von wasserlebenden Pflanzen angeht. Da bin ich dann wirklich völlig raus. Gar nicht mein Fachgebiet. Was ich aber sagen kann allgemein ist, dass das eine sehr gute Idee ist, sich täglich eine kleine Portion Seetang oder eine andere Alge reinzupfeifen, weil die sind durch die Bank alle essbar und haben durch die Bank durchaus einen guten Proteingehalt und das heißt, opala, hier ist ein bisschen nass. Ja, der Ben vor Ort ist gerade in die Pfütze getreten. Das macht aber nichts. Dann kann nämlich der Ben aus dem Schnitt kurz erklären, was in Algen so drin ist. Und zwar 90,5 Gramm Wasser a 100 Gramm. Das heißt, die haben 9,5% Trockenmasse. Diese Trockenmasse besteht dann erfreulicherweise aus 5,9 Gramm Eiweiß, 2,1 Gramm Kohlenhydraten und 0,4 Gramm Fett. Der Eiweißanteil ist also wirklich nicht zu verachten und Algen sind eine Proteinquelle für Survival-Situationen ohne jeden Zweifel, aber die kommen mit einem kleinen Haken daher, so ziemlich jede Alge ist übrigens essbar, also auch Seetang selbstverständlich, zählt auch in gewisser Weise zu den Algen, nämlich der hohe Jodgehalt von 50 Mikrogramm pro 100 Gramm, da kriegt man ganz schnell eine Jodüberversorgung, das wird dann ein bisschen ungesund, vorsichtig ausgedrückt, außerdem lagern sich Schwermetalle und
und Arsen in Algen an, die filtern das aus dem Wasser raus und ja, dann ist es drin. Das sind nur Spuren, aber wenn man sehr, 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 sehr viele Algen konsumiert, gerade auch getrocknete Algen, ja, dann kann es da auch mal zu Überschreitungen von den Grenzwerten kommen, die man normalerweise so im Essen drin haben sollte. Und theoretisch gibt es noch Toxine, die ebenfalls in Algen eingelagert werden können, beziehungsweise es gibt Algen, die von Natur aus Toxine enthalten. Das wären dann zum Beispiel Cyanobakterien. Ich erwähne das immer, wenn ich von Trinkwasseraufbereitung spreche, dass da eben auch durchaus Algen dabei sind, die giftig sein können. Das sind aber im Regelfall nicht unbedingt die, die im Meer vorkommen und auch nicht unbedingt die, die man als große, sichtbare, mit fleischigen Blättern Alge am Ufer aufheben kann. Ne? Das wären dann mehr so kleine, feine, verästelte Algen. Das Risiko hält sich also in Grenzen, dass man da aus Versehen eine giftige erwischt. Ja, so viel dazu. Okay, das ganz eklige Dickicht ist hinter mir. Das heißt, wir können weiter quatschen. Ja, wie gesagt, nahrungstechnisch bisher keine weiteren Ambitionen außer ein paar Beeren. Dann haben sie ja diverses Zeug am Strand gefunden, was angeblich gegessen werden soll. Ich glaube, das ist aber nur Geschwätz. Und ich wage zu bezweifeln, dass sie das tatsächlich tun. Ein kleines paar Krümel von ihrer Brühe, die sie in recht großer Menge dabei haben, wurden schon konsumiert vom Rumatra, der scheinbar mit der Unterernährung größere Schwierigkeiten hat, als das beim Trimax der Fall ist. Ja, wenn man sich die beiden rein physiologisch mal anguckt, ist das nachvollziehbar. Und ja, insgesamt muss ich sagen, die stellen sich ganz gut an. Gerade auch dadurch, dass sie jede Menge Zeug gefunden haben, also angespültes Krempel, ist das natürlich noch ein großer Vorteil, dass da schöne Dinge dabei gewesen sind. Ja, finde ich also eigentlich ganz okay. Und gesurft haben sie sich seitdem auch nicht mehr, dass man sich da fremdschämen muss, wie der eine mit dem anderen umgeht. Von daher bin ich da ganz zufrieden mit. Ist jetzt milde unterhaltsam. Ja, irgendwelche besonderen Anmerkungen hätte ich nicht. Die mache ich dann in Form von denjenigen, die es besser bzw. noch richtiger machen. So, und dann wären da der Joey Kelly, der etwas enttäuscht, und der Jan Schlappen zu erwähnen. Der Jan hat keine Ahnung von so einem Zeug. Der möchte das gerne machen, weil er das gerne kann. Er ist mir inzwischen durchaus gar nicht so unsympathisch. Und ja, ist ein lustiges Kerlchen. Die Nummer mit den Saltos wurde viel diskutiert. Ist das nicht blödsinnig, dass der unbedingt da seine Saltos machen muss? Obwohl das mit einem Verletzungsrisiko und dann einem Ausscheiden für beide Teilnehmer einhergeht. Das ist also ein unnötiges, unkalkulierbares Risiko quasi darstellt. Das kann man sicher so sehen. Ich verstehe es ein Stück weit, dass diese Salto-Nummer notwendig ist, einfach für die Psyche so ein tägliches Ritual zu haben. Und wurde auch in den Kommentaren viel diskutiert. Scheinbar ist der Jan jemand, der so einen einfachen Salto wirklich aus dem FF macht. Der macht viel krassere Sachen sonst. Und das ist für den also ganz normales Standardrepertoire und nicht weiter dramatisch. Und von daher ist das Verletzungsrisiko, glaube ich, recht überschaubar. Also ich mag mich da nicht drüber aufregen. Wer meint, das ist unverantwortlich? Ja, ist nicht falsch, unnötige Verletzungsrisiken einzugehen. Ne? Aber je nachdem, wie man im Kopf drauf ist. Es gibt möglicherweise beim Survival irgendwo mal den Punkt, wo man dann halt vom Geistigen her es braucht, ein bisschen ein Päuschen einzulegen oder was zu tun, was für den Kopf gut tut. Und da kann dann so ein Salto möglicherweise dazu gezählt werden. Und ja, dann kann man das schon so machen, denke ich. Ja, genau. Vom Kelly bin ich etwas enttäuscht. Der hat bisher die A5 oder nee, die A8, A7 zum See gebahnt. Wozu die gut sein soll, weiß ich nicht. Außer wenn man halt regelmäßig zu dem See geht, was sie bisher nicht tun. Dann sind sie sehr hinten dran, was den Shelterbau angeht, also rein zeitlich. Das, was sie da bauen, mag vielleicht noch gut werden. Man muss natürlich dazu sagen, die beiden scheinen keine Plane zu haben.
Und keine Plane dabei zu haben, ist so ziemlich die blödeste Idee, die man zur Ausstattung der Flasche treffen kann, wenn man da eben vorhat, längere Zeit zu überdauern. Auch Knossi und Sascha haben ja keine Plane dabei, auch eine dumme Idee. Denen kam zugute, dass es, wie wir leider aus dem Wetterbericht ja wissen, kaum geregnet haben dürfte während der 14 Tage auf den Inseln. Aber grundsätzlich ist keine Plane wirklich, wirklich schwierig. Ja, wäre das Wetter schlechter gewesen, hätten wir bei den Teams ohne Plane massive Probleme bemerkt, weil es ist da dann doch kalt genug, wenn auch bisher relativ warm, dass man, wenn man durchweicht, über Nacht schon gut frieren kann, gerade wenn man nichts zu beißen hat. Und daher, ja, hätte ich es gesagt, Plane fehlt da schon sehr bei denen, die eben der Meinung waren, keine zu brauchen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, doch, das ist der alternative Weg hier. Also der zum Discounter des Weißen Mannes. Ja, die Idee, eine Höhle unter die Spülböschung zu buddeln, ist in Anbetracht dessen, dass man keine Plane hat und keine andere Möglichkeit, sich vom Regen, wenn der dann kommt, zu schützen, ein Stück weit nachvollziehbar. Aber halt eben mit der Gefahr, dass die Flut zu schnell kommt, ist zu rechnen. Und wir wissen ja vom Jan, der gemeint hat, dass der Joey sich ursprünglich deutlich weiter unten am Strand hinlegen wollte, wo dann über Nacht das Wasser gewesen ist. Also scheinbar scheint der Joey sich über die Gefahr der Tatsache, dass am Strand mal durchaus eine hohe Flut kommen kann, nicht so wirklich im Klaren zu sein. Das ist ihm scheinbar relativ egal, wird so milde am Rande wahrgenommen. Aber ja, das enttäuscht. Dem hätte ich aufgrund seiner Vita und der Tatsache, dass er von Survival persönlich gelernt hat, bisschen mehr dazu getraut. Andererseits war Survival selten an Küsten, sondern eher mehr so im Inland unterwegs, mehr im Dschungel unterwegs und hat sonst was Krasses gemacht. Aber Küsten-Survival, an der Inselküste sitzen und warten, bis die Zeit um ist, gehört halt nicht dazu. Weiß nicht, ne? Aber ja, das ist tatsächlich ein wenig enttäuschend. Nahrungsquelle haben sie keine, Wasser können sie filtern. Kelly hat aus irgendwelchen Gründen beschlossen, scheinbar nichts zu essen, traut sich nicht an die Beeren ran oder macht gerade noch einen Verwertbarkeits- oder Genießbarkeitstest über den Jan, weil der hat, glaube ich, noch überhaupt keine Beere gegessen. Er hat meiner Meinung nach auch nicht ausreichend zu würdigen gewusst, dass der Jan in relativ mühsamer Kleinarbeit, da man ja wenig Energie hat in diesem Zustand, schon ein paar Beeren angeschleppt hat. Und Kelly verlässt sich vermutlich, so würde ich das zumindest interpretieren, auf seine Erfahrung mit Hungern, die hat er ja, und dass man im Grunde gar nichts essen braucht über 14 Tage, auch da hat er ja Erfahrung mit, also wahrscheinlich ist das für ihn tatsächlich ein realistischer Plan, weil er Erfahrung hat, zwei Wochen durchzuhungern. Und ab dem dritten Tag kommt die Energie, so nach dem Motto, ja, das ist also von vielen Hungernden und auch in vielen Survival-Heftchen so nachzulesen, auch beim Nehberg natürlich, dass die ersten drei Tage ein Problem sind und sich der Körper dann drauf einstellt und die Energie wiederkommt, was schlicht und ergreifend physiologisch daran liegt, dass wenn du die Zeit nichts gegessen hast, du dich dann ab dem Punkt in der Ketose befindest, also Energiekörperchen, ich vereinfache das jetzt mal ganz simpel, damit ich nicht allzu lange dran rumlabern muss, Energiekörperchen fürs Hirn, fürs Gesamtbefinden können aus Fett hergestellt werden. Dafür braucht der Körper aber eine Weile, bis er das hinkriegt, aus Körperfett quasi Ketonkörper herzustellen, dass man sich dann nicht mehr so schlapp fühlt. Und ja, also das ist vollkommen richtig. Das weiß der Joey wahrscheinlich auch als Ausdauersportler sehr genau, dass das dann einfach ein paar Tage braucht, bis das dann funktioniert. Und vielleicht ist das sein Plan. Jetzt erstmal drei Tage Slow Motion. Und wenn die Energie dann wieder da ist, ab da dann loslegen und die drei Tage dann einfach nur irgendwie überdauern. So, jetzt habe ich hier ein kleines Problem. Geringes Hindernis, gering in Höhe. Ne? Ja, und bin ich schon drunter durch? Aua, nein, bin ich nicht. Das ist der Haken als Hutträger. Man sieht nicht, was über einem ist. Schräg über einem, da haut man sich relativ häufig den Kopf an im Wald. Ja. So, jedenfalls, ja, also vielleicht ist das der Plan, ansonsten kann ich mir nicht erklären. Ich würde die jetzt vom bisherigen Getanen, also den Taten, tatsächlich irgendwo
bei Platte und Ries einordnen wollen, weil, ja okay, sie haben noch Beeren gesammelt. Das haben die anderen zwei noch gar nicht. Also zumindest der Jan hat noch Beeren gesammelt. Und der Jan stellt fest, Langeweile ist ein Problem. Social Media Verzicht, wenn man sonst gewöhnt ist, ist ein Problem. Und den ganzen Tag rumhocken und nichts tun, tja. Aber immerhin scheinen sie sich bisher gut zu vertragen. Das ist schön, das gönne ich den beiden. Braucht keiner Streit, das hilft niemandem weiter. Und von daher finde ich das wirklich ganz cool, dass das da mit dem Vertragen scheinbar kein Problem zu sein scheint. Ja, jetzt frage ich mich gerade, hätte ich nicht noch eine Abzweigung weiter oben nehmen können? Wahrscheinlich schon. Egal, jetzt gehen wir mal hier lang. Ja, dann muss ich kurz denken. Ja, das Höhlenbauprojekt, das dürfte so ziemlich die einzige Möglichkeit sein, ohne Plane überhaupt eine wasserdichte Unterkunft zu finden. Also, dass sie sich da in diese Böschung reingraben. Aus Sicht des der Wasserdichtigkeit ist das eine gute Idee. Wenn halt aber, wie gesagt, eine krasse Welle kommt, dann ist das ein Problem. Es dürfte aber wirklich nur sehr selten dazu kommen, dass mal eine Flut bis dahin reicht. Das dürfte über die 14 Tage auch nicht passiert sein, weil wir ja wissen, dass das Wetter vergleichsweise gut gewesen ist. Daher vermute ich schwer, dass sie da schon relativ sicher sein werden über diesen Zeitpunkt. Das muss nicht so sein und das ist ein unnötiges Risiko, aber in dem Fall, ja, vielleicht denkt er sich auch, naja, notfalls gehen wir halt einfach ins Hinterland, wenn wir merken, dass die Flut kommt. Davon sollte man normalerweise aufwachen. Wenn man jetzt nicht jemand ist, der einen super, super festen Schlaf hat, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wie das bei den zwei da gelagert ist. Ja, fürs Lager gibt es also noch, vielleicht maximal zwei Punkte, weil das ist momentan einfach nur ein Erdüberhang, unter den sie kauern können. Und sonst müssen sie im Freien sein. Es hat nachts geregnet und sie waren halt trotzdem weiter im Freien und haben sich halt darauf verlassen, dass der Schlafsack schon nicht allzu sehr nass werden wird. Allein das ist eine richtig dumme Entscheidung, dass sie sich da nicht unter ihrem Überhang versteckt haben, so gut es halt geht, damit der Schlafsack so wenig nass wie möglich wird. Ah, schwer nachzuvollziehen. Also auch da merke ich von der Erfahrung, die der Kelly eigentlich haben sollte, tatsächlich wenig. Schade. Ne? Also das ist schon ein wenig enttäuschend, gerade auch als Teilnehmer der älteren Generation. Ah, naja, eiserner Wille ist sicher trotzdem vorhanden. Skill überzeugt mich jetzt bisher nicht so, ne? Aber ist ja noch Zeit. Gut, aber jetzt nächstes Team. Die Damen, beziehungsweise Hanna und Affe, wie sie sich nennen. Ich finde toll, was die Hanna alles drauf hat. Die kennt sich offensichtlich sehr aus, hat sich gut vorbereitet, sehr gründlich vorbereitet, vieles gelernt. Sie hat auch ein paar Survival-Trainings meines Wissens absolviert, also mindestens ein größeres. Das ist eine gute Idee, sicher, keine Frage. Sie weiß zum Beispiel auch, dass es die Red Tide gibt, ja, die rote Flut. Das ist eine, ja, im Prinzip eine Epidemie der Meeresbewohner, die Wasser filtern, die Nährstoffe aus dem Wasser rausfiltern. Und die können dann für uns gefährliche, ich weiß jetzt nicht, ob Bakterien oder Viren sind, ist ein spontanes Video, das müsste ich jetzt tatsächlich nachlesen, das ist wieder so ein Wasserzeug, da bin ich nicht der Fachmann für. Aber das kann für den Menschen sehr gefährlich sein, wenn er dann auf die Idee kommt, und die sind bisher auch die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, Meerestiere, die nicht Fische sind, zu verzehren. Was großartig ist, weil das eine super einfach zu bekommende Nahrungsquelle ist. Davon haben sie bisher noch nicht allzu viel gegessen. Vielleicht ist der Hunger noch nicht groß genug. Aber das gibt einen dicken, fetten Pluspunkt bei der Nahrungsbeschaffung, weil Meeresviecher daran schaffen und insbesondere dann vielleicht irgendwann noch auf die Idee kommen, Muscheln zu essen. Und Hanna scheint das zu wissen, weil sonst würde sie nicht mit der Red Tide anfangen, weil die Red Tide insbesondere für den Muschelverzehr ein großes Problem darstellt. Wenn die nämlich wäre, dann könnte man keine Muscheln essen. Wenn sie gerade nicht ist, das ist immer so saisonal auftretend, diese rote Flut, dann kann man Muscheln schon konsumieren. Und zwar all diese Muscheln, die da irgendwo am Stein kleben, ich hatte letztes Mal schon drüber geredet, die könnte man problemlos mit einem Messerchen oder halt einfach mit dem Stein draufkloppen, um sie kaputt zu machen und dann das Fleisch da irgendwie runterkratzen. Aber vor allen Dingen mit dem Messerchen lassen sie sich ganz gut lösen. Ganz gut im Sinne von, es ist schon ein bisschen Arbeit, aber es ist die Kalorien wert, weil Muschelfleisch nahezu fast nur aus Protein besteht. Das ist also ein hervorragender Eiweißlieferant, eine sehr, sehr gute Nahrungsquelle, und Fett haben die dann auch noch. Das wäre also wirklich eine definitiv gute Idee. Das gleiche gilt für die Krebschen, die sie schon gefangen haben, die vollkommen korrekt am besten ins heiße Wasser, kochende Wasser geschmissen werden. Übrigens, Hanna und Affe sind die einzigen, die ein funktionierendes Kochgefäß dabei haben. Muss man auch noch mal lobend erwähnen. Das hat geklappt. Da haben sie sich, glaube ich, vom Nick
Hitlers on Fire inspirieren lassen, beziehungsweise der hat ihnen dabei noch ein bisschen geholfen. Er hat es ja auch angeboten für seine ultimative MacGyver-Flasche. Wer da was nachmachen möchte, kann gerne mit ihm in Kontakt treten. Das haben die zwei gemacht. Gute Idee, weil die Flasche war schon wirklich eine tolle Idee. Hat er sehr viel Knopfhoff und Mühe und Arbeit reingesteckt. Von daher super. Ne? Also die kriegen von mir 6 Nahrungspunkte mehr als jeder andere, weil die anderen haben ja, Fritz und Martin sammeln regelmäßig Beeren, um das mal vorne wegzunehmen. Das gibt 4 Nahrungspunkte. Ne? Die Beeren, die reichen nicht, um dich wirklich bei Kräften zu halten, aber sie stoppen den Verfall dann doch nochmal ziemlich. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Wenn man die Ressource hat, dann sollte man sie auch verwenden. Und die Menge Beeren, die sie sammeln, ich weiß nicht, ob sie das wissen oder ob sie das einfach intuitiv richtig machen, ist auch ungefähr die Menge, die der Körper tatsächlich so ungefähr braucht, um einfach nicht in dieses furchtbare Leistungsloch, in dem sich jetzt gerade der Jan, die Naturensöhne, Papa Platte und Ruiz und auch Trimax und Rumatra befinden. Knossi und Sascha weiß ich nicht, die erzählen zu viel anderes Zeug, da kriegt man es nicht richtig mit. Aber ja, das ist also wirklich hervorragend mit den Krebsen. Normal, aber auch bei Fritz und Manni mit dem Beeren sammeln in wirklich systematischen und größeren Mengen. Und ein paar Punkte muss man auf jeden Fall auch noch, ich würde jetzt mal 3 sagen, Joey Kelly und Dingens, geben wollen, weil ja der Jan hat immerhin Beeren gesammelt im größeren Stil. Ja, nochmal zurück zu den Mädels. Nahrungsbeschaffung finde ich toll. Shelter ist natürlich jetzt erstmal etwas rudimentär. Sie haben zwar, glaube ich, eine Plane dabei, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist aber jetzt vielleicht auch nicht... Doch, das ist eigentlich eine ganz gute. Ich meine, das wäre auch ein Dynema-Tab gewesen. Ich habe es gerade nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf. Bisschen klein. Man hätte da vielleicht noch was Größeres irgendwie transportieren können. Andererseits haben sie ja dafür einen Kochtopf. Ein Kochtopf in Anführungszeichen. Ja, also Dibidobi, da wenig dran auszusetzen. Und Ort des Shelters, ja, ist weit genug drinnen im Land, dass die Chance, dass das Wasser bis dahin reicht, auch wieder so gering ist, dass ich sagen würde, ja, kann man in Kauf nehmen, reicht aber nicht für eine Bestbewertung fürs tollste Shelter, das wir bisher gesehen haben. Ich würde da also auch eine 7, vielleicht eine 6, weil das von Trimax und Rumatra tatsächlich noch ein bisschen besser gebaut ist. Vielleicht eine 6 für Shelter vergeben wollen, aber nahrungstechnisch sehe ich sie ganz vorne. Und gerade Hannah, wie gesagt, sehr, sehr imponierend, was die alles weiß, dass sie immer wirklich mal wieder so einen kleinen Spruch fallen lässt, wo man merkt, okay, die Frau kennt sich tatsächlich aus. Die hat sich wirklich massiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und die gute Affe, wenn du es nicht besser weißt, dann ist das Klügste, was man machen kann, gilt für fast alles im Leben, auf jemanden zu hören, der es besser weiß. Und das kann sie und das ist sehr gut, ausgezeichnet. Davon abgesehen scheint sie wirklich ein bisschen Erfahrung mit dem Knacken und Fangen und Zubereiten von Meeresgetier zu haben. Das wirkt doch sehr so. Scheinbar hat sie auch schon mal geangelt. Auch da, sie macht da ja doch einiges in die Richtung oder probiert ein bisschen was aus, auch wenn es da nicht so ganz funktioniert. Aber immerhin, sie hat Ambitionen. Sie weiß grob, sie hat grob eine Vorstellung von dem, was sie tut. Ich habe auch keinen Plan von Angeln, ne? Keinen Plan von gar nichts, was das angeht. Also inzwischen, ein bisschen was habe ich mir inzwischen angelesen, aber viel zu wenig, um dazu nennenswert was erzählen zu können. Daher halte ich da schön brav die Klappe. Aber ja, also das imponiert mir. Also gerade die beiden Damen, das imponiert mir sehr. Ich glaube, die beiden Damen darf man heute nicht mehr sagen, weil das wohl scheinbar auch schon wieder irgendwie sexistisch ist oder sowas in die Richtung. Ich möchte an dieser Stelle Entschuldigung sagen, wenn sich davon jemand tatsächlich gestört fühlt. Ist nicht so gemeint. Gut, egal. Jedenfalls... Ja, zu denen gibt es sonst nicht viel hinzuzufügen, dass der Wolf direkt am Lager vorbeigeschaut hat, in ziemlich naher Nähe. Das ist überraschend. So nah, doch ein wenig überraschend. Andererseits, wenn sie da gerade gelegen haben und geschlafen haben, dann war das auch eine gute Gelegenheit für den Wolf, da mal vielleicht ein bisschen näher vorbeizugucken, um mal zu gucken, was das jetzt für welche sind, nachdem er ja bei den anderen vielleicht auch schon gewesen ist. Ich kriege nicht mehr zusammen, wer auf welcher Insel genau hockt. Ob jetzt Knossi und Sascha und die Mädels quasi in räumlicher Nähe zueinander sind und der gleiche Wolf bei beiden vorbeigeschaut haben könnte oder sowas, das weiß ich jetzt gerade auch wieder nicht mehr auswendig. Aber ja, schöne Tierbegegnung, sicher toll für Hannah. Kann ich, wenn sie da total begeistert ist innerlich, kann ich das sehr gut nachempfinden. Ist super. Ja, gefällt mir wirklich gut. Stimmung bei den beiden gut. Die haben sich auch wirklich lieb. Und das finde ich auch einen großen, großen, großen Vorteil. Auch die Tatsache, dass man ein wenig miteinander kuschelt.
das ist halt zum Wärmeerhalt durchaus ein Thema. Und wenn sie dem nicht ganz abgeneigt sind und sie scheinbar auch ganz gut riechen können, auch wenn sie beide nicht mehr ganz so gut riechen werden irgendwann, dann hervorragend, das bringt nur Vorteile, gibt es wirklich nichts, wo das irgendwie negativ wäre. Und da die zwei immer noch sehr dicke gewesen sind, nachdem das Ganze vorbei war, gehe ich auch davon aus, dass sie wahrscheinlich das ganz gut miteinander überstanden haben. Also wirklich tipptopp vom Teamgeist, zweitbestes, vielleicht zweitbestes Team. Bei Martin und Fritz bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Die haben halt auch schon zu oft Streit gehabt in der Vergangenheit. Man kriegt das ja so ein bisschen mit, was da im Internet so erzählt wird. Die Naturensöhne sind beste Freunde. Da braucht man nicht drüber reden, dass die ein tolles Team sind. Selbstverständlich sind die ein hervorragendes Team. Die würde ich auch auf Platz 1 beim Team Gedönse einordnen wollen. Und die anderen kenne ich zu wenig. Ja. Aber ja, vielleicht sind sie ja auch ganz dicke eigentlich, auch wenn sie sich nicht unbedingt immer so verhalten. Ja, gut, so viel dazu. Dann machen wir doch spaßeshalber einfach mal bei den Naturensöhnen auch weiter. Die haben ein bisher sehr gutes Shelter. Durch die Tatsache, dass sie noch eine Plane haben, die dann noch dann irgendwie wahrscheinlich eine Moosschicht jetzt aufs Holz, dann da nochmal die Plane drüber und dann nochmal zusätzlich eine Moosschicht und dann vielleicht zusätzlich nochmal Äste. Sie haben es ja im Vorfeld gezeigt, wie ein tolles, wirklich hervorragendes, ideales Survival-Shelter mit bester Dachdeckermanier und so weiter und so fort aussehen könnte. Und wenn sie sowas da auch gebaut kriegen, bevor ihnen die Energie alle geht, oder wie das Teile des Internets spekulieren, sie aufgegeben haben, weil es vielleicht die Naturensöhne sein könnten, die da den Notruf getätigt haben. Was inhaltlich ist noch, Andi hat ein Wespennest gefunden, das kenne ich sehr gut, das ist mir im Wald auch schon viermal passiert. Ja, viermal müsste gewesen sein, ungefähr, vielleicht waren es auch nur drei oder fünf, dass man irgendwo einen Stock aufsammelt oder irgendwo rumrennt und einen Baum markiert, also so bei Förstertätigkeit, und dann plötzlich hockt man sich irgendwo hin oder will irgendwo durchs Unterholz und man kommt zu nah ans Wespennest und dann ist bei denen jetzt Alarmstufe rot, die Fliegerstaffel startet sofort und geht zum Angriff über. Das ist also durchaus nicht ungewöhnlich. Ja, das erlebt man nicht so häufig. Manche Wälder haben diese Wespennester öfter, andere Wälder weniger. Die Wespe mag so gerne ein ausgeglichenes Klima, gerne auch ein bisschen kühler, ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Ich könnte mir also gut vorstellen, das weiß ich aber nicht genau, dass in Brandenburg eher wenig Wespennester im Walde anzutreffen sind, was dann erklären würde, dass Andi und Gerrit das bisher noch nicht das Vergnügen hatten, obwohl sie ja viel im Wald unterwegs sind. Ja, jedenfalls, die sind dann durchaus sehr, sehr aggressiv. Es wird ja vermutet, auch in dem Texteinblendung, die da kommt, dass es sich einfach um die gemeine Wespe handelt, da die gemeine Wespe, auch gerne Erdwespe genannt, tatsächlich eben die ist, die in solchen Bauen lebt und auch ziemlich aggressiv werden kann, wenn man sich eben diesem Bau, diesem Erdbau nähert, halte ich das für eine sehr, sehr gute Variante und sehr wahrscheinlich, dass es eben genau die gewesen ist, die ist weltweit fast überall vorkommend und sehr weit verbreitet. Ja. Ja, wenn man dann natürlich Allergiker ist, ist das Mist. Und es gibt auch schon Spekulationen im Internet, dass das möglicherweise dann der Grund sein könnte, weshalb das Telefon geklingelt hat am Ende der letzten Folge, auf die ich jetzt gesehen habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wahrscheinlich, wenn ihr das seht, wisst ihr schon mehr. Aber ja, hoffen wir mal, dass das... Also mich würde es freuen, wenn es nicht die Naturensöhne gewesen wären, die da aufgrund von anaphylaktischem Schock jetzt da aussteigen müssen. Ne? Also was das angeht, gute Besserung. Ansonsten, wie gesagt, Hütte toll, dass sie noch eine zusätzliche Plane gefunden haben. Super. Auch hier wieder dieses Erfahrungswissen. Der Schlafsack ist leicht feucht von Kondensfeuchtigkeit, weil sie halt direkt auf der Plane gepennt haben, von unten. Und daraufhin meint der Andi, ja, das kennen wir schon, das ist normal. Und das ist halt wirklich, das macht für mich persönlich wirklich Freude. Irgendwo verstehe ich das Konzept, dass sie Anfänger mitschleppen bzw. hinschicken und wir bei den Anfängern sehen können, dass du ohne Wissen keinen Plan hast. Ja, das ist nicht weiter überraschend, das ist in jedem Punkt so. Wenn du irgendwas zum ersten Mal machst und keine Ahnung davon hast, dann wirst du auch dich so benehmen, als ob du keine Ahnung davon hättest. Das ist nicht weiter schlimm. Überhaupt nicht, wenn man dann das Beste draus macht und sich dann halt nächstes Mal besser drauf vorbereitet und dann halt dann vielleicht möglicherweise doch Ahnung von der Sache hat oder alternativ halt nicht unbedingt freiwillig mit großer Vehemenz versucht, bei so einer Sache unbedingt mitmachen zu wollen, obwohl man doch weiß, dass man davon keine Ahnung hat. Und daher bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Andererseits, der Kontrast, dieses wohltuende, ja, das kennen wir schon, von Andi und Garrett,
ist nur deswegen so wohltuend, weil es halt drei Teams gibt, die wenig Ahnung haben. Ja? Wenig bis keine. Und rein vom Unterhaltungswert her hat der Meinecke, was das angeht, oder sein Team, schon einen Punkt, wenn sie eben dann das als Begründung angeben, weshalb da auch eben Anfänger mitgeschickt werden und Fortgeschrittene. Und richtigen Profi hatten sie ja noch nie dabei, ne? Also so einen richtigen Profi. Also auch was, ja, sowas wie Johannes Vogel dann halt eben, ja? Also Joe Vogel. Der wäre jetzt rein vom Survival-Skill-Level, der ist sicherlich nicht immer ganz einfach im Umgang, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber vom Survival-Skill-Level her wäre der sicherlich im deutschsprachigen Raum, hab's ja schon mal gesagt, einer der Besten. Und wenn man da also wirklich einen Profi hinschicken möchte, dann wahrscheinlich den. Ja, und auch nicht Thomas Gast. Ich weiß nicht, ob der was kann. Er redet sich immer damit raus, dass er alt ist und niemandem was beweisen muss. Da hat er auch vollkommen recht. Aber dann sollte er halt auch nicht alles Mögliche behaupten, was er angeblich alles können würde, wenn er es dann machen würde, was er nicht tut, weil er alt ist und es niemandem beweisen muss. Schwierig, ja. Man kann vieles im Internet behaupten, wenn der Tag lang ist. Und von gutem Benehmen und so weiter und so fort fange ich da jetzt gar nicht erst an. Ja. Also Naturensöhne, ja, prima. Essensmäßig haben sie sich bisher wenig Mühe gegeben, sich um Essen zu kümmern. Das ist nachvollziehbar. Sie haben dafür Salz dabei, auch eine sehr kluge Entscheidung. Grundsätzlich ist zu dem Elektrolytmangel zu sagen, da geht es größtenteils um Natrium. Das ist das, was am schnellsten alle ist und das, was am schnellsten ein Problem bereiten kann, insbesondere wenn man viel schwitzt, was die beiden bisher getan haben. Und da ist es dann eben Natriumchlorid als schlicht und ergreifend Natriumlieferant. Was anderes ist in Kochsalz nicht drin. Ja, Chlor noch, ne? Logisch, aber der hilft uns nicht wirklich weiter. Das ist schon das wichtigste Zeug, was du an Mineralien mitschleppen kannst. Alternativ hätte man übrigens auch noch mitnehmen können, entweder kleingemahlene oder leicht kleingestampfte oder noch komplett in Tablettenform, einfach Multivitamin-Brausetabletten oder einfach so ein Blisterchen oder gar die losen Tabletten von einfach in irgendwelchen Multivitamin-Tabletten, ja, mit Mineralien und von A bis Z, von keine Ahnung, Selen bis Zink oder was weiß ich, wie die alle heißen. Aber sowas in die Richtung hätte man auch noch mitnehmen können für den Mineral. Erhalt. In zwei Wochen sollte man eigentlich bei moderater körperlicher Aktivität keinen Mineralmangel im großen Stil, dass es zum größeren Problem wird, befürchten müssen. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich. Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich damit extra mal noch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt vor ein paar Tagen. Will jetzt auch keinen ernährungswissenschaftlichen Vortrag halten. Das ist ja auch nicht mein Fachgebiet, aber interessant ist es halt doch, wenn man sich da diesbezüglich mal ein wenig einliest. Ja, aufgrund biologischer Vorbildung fällt es mir relativ leicht, mich da ein bisschen einzulesen, ein bisschen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf dem Mount Stupid lande. Der Mount Stupid ist der Dunning-Krüger-Effekt. An dem Punkt, wo du ein bisschen was über eine Sache weißt und weil du ein bisschen was darüber weißt, dir einbildest, ganz viel darüber zu wissen. Und da muss ich wirklich vorsichtig sein, dass ich bei Ernährungswissenschaften eben nicht auf diesem besagten Mount Stupid lande. Das würde ich jetzt doch noch kurz ein kleines bisschen ausführen. Also wir sehen hier links in der Kurve den Peak of Mount Stupid, Gipfel des Berges Dumm. Ja, das ist halt eben der Punkt, wo man bei minimalem Wissensstand sich enormes Selbstvertrauen erarbeitet hat und meint, sich in einem Fachgebiet sehr, sehr gut auszukennen. Das ist ein Phänomen, was man nahezu weltweit überall beobachten kann, dass halt, wann immer man sich irgendein Thema grob einarbeitet, hat man sehr, sehr früh schon das Gefühl, eben grob zu wissen, worum es geht, obwohl man noch gar nicht erfassen kann, wie viel Wissen und Erfahrung in dem jeweiligen Themengebiet überhaupt vorhanden sein muss, um wirklich die volle Erleuchtung, nennt man es hier, zu erlangen. Und ja, das ist eigentlich immer ein ganz lustiges Beispiel, dass man für sich selbst eben auch mal hin und wieder ein bisschen hinterfragen kann, ob man sich denn gerade möglicherweise auf dem Mount Stupid befindet. Beziehungsweise man kann auch, wenn man das dann möchte, anderen Leuten recht schnell vorwerfen, ihre Folgenden, beziehungsweise ihre Followerschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, eben auf den Mount Stupid zu führen, weil nur ein ganz kleines bisschen oberflächliches Wissen vermittelt wird zu einem komplexen Thema, was dann halt nicht reicht, um die tieferen Zusammenhänge zu verstehen, aber trotzdem eben viele Leute dann denken, sie würden sich auskennen und sich auf dem Mount Stupid entsprechend befinden. Ja, so, aber das nur am Rande angemerkt, wir machen weiter.
Was war bei denen noch? Schwimmen gegangen sind sie. Sehr gute Idee. Sich sauber zu halten ist erstens für die Psyche gut. Zweitens, da man ja zu zweit ist, gut. Drittens ist ein Risiko, in einem solchen See schwimmen zu gehen, sich dabei irgendwie zu verletzen, quasi nahezu nicht existent. Und wenn die Temperaturen das zulassen, ist das doch wirklich bestens. Also da haben sie vollkommen recht. Finde ich toll. Und da hat man auch was zu tun, ist ein bisschen beschäftigt, bis man sich dann wieder trocken gelegt hat und so weiter und so fort. Also ich genieße wirklich von Teilnehmerfeld her am meisten Naturensöhne und Mädels. Und dann kommt tatsächlich auch schon Fritz und Martin. Wobei von Fritz und Martin relativ wenig zu sehen gewesen ist bisher. Ich finde diese deutliche Präsenz des Meinekes selber in seiner eigenen Show, die in den bisherigen Staffeln so gewesen ist, die hat gefühlt gewesen ist. Teilweise dann auch, weil er halt nur noch er und noch ein paar andere da waren, klar. Aber zumindest jetzt am Anfang würde mich manchmal fast schon ein bisschen mehr interessieren, wie die gebaut haben, was sie da gebaut haben. Ja? Vielleicht haben sie gar nicht so viel gefilmt, vielleicht weil der Martin nachvollziehbarerweise in schlechter Stimmung ist. Naja, aber das war jetzt der Übergang zu Fritz und Martin. Fritz und Martin, was machen die? Naja, Martin hat vor allen Dingen Rückenprobleme. Und an der Stelle, da müsste man schon ein ziemlicher Arsch sein, um da nicht Empathie zu empfinden. Das ist natürlich scheiße. Klar, bei Rückenschmerzen, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Rückenschmerzen, dankenswerterweise nur ein bisschen. Da will ich mich auch gar nicht unbedingt um mehr Erfahrung bewerben, überhaupt nicht. Wenn der Rücken weh tut, dann tut halt alles weh. Und wenn das dann noch dazu führt, dass ihm die Beine ständig einschlafen, ich könnte mir vorstellen, dass einem das richtig, richtig Angst macht, weil, ja eben, wenn die Nerven Richtung Beine nicht so richtig funktionieren, das weiß ja nun wirklich jeder, der übers Grundschulalter hinaus ist, dass das schnell mal so ein bisschen an Querschnittslähmung erinnert. Und das will man bestimmt nicht haben, gerade wenn man ein Mensch ist, der viel draußen aktiv ist und so weiter und so fort. Was das angeht, also volle Solidarität. Und dafür stehe ich dann auch, dass man da, was das angeht, dann wirklich absolut schlechte Laune hat und ein bisschen Angst vielleicht, ein bisschen ja, schwierig, und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber der Gemeinecke geht damit so richtig liebevoll um. Also der ist richtig nett zum Martin. Überraschend, ja, überraschend. Das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht erwartet und finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Ist doch nett, wenn man da auch mal bei nicht den freundlichsten Zeitgenossen des Planeten, das ist er ja nun wirklich nicht, der Meinecke Fritz, trotzdem auch Empathie feststellen darf, dann zumindest zu Freunden. Ich hoffe, die beiden werden sich als solche bezeichnen. Wie gesagt, ich habe zu wenig mitbekommen. Sie haben sich auch immer mal wieder gezofft zwischendurch. Sind sie jetzt Freunde, sind sie nicht Freunde, wissen sie selber am besten. Jedenfalls, das fand ich dann schon ein kleines bisschen rührend und schön. Und ich finde es auch nett, dass es beide thematisiert haben. Und ja, auch da wird jetzt wieder spekuliert im Internet, ob der Telefonanruf möglicherweise die zwei gewesen sein könnten. Schwer zu sagen, wird man sehen. Jedenfalls, ja, finde ich jedenfalls sehr, sehr nett, wie die da, was das angeht, miteinander umgehen. Und es ist menschlich echt nachvollziehbar, dass es natürlich scheiße ist, wenn der Rücken kaputt ist. Und wenn man dann noch auf einer Brettmatratze mit ein paar Zweigen drauf als Isolation pennen muss, naja. Dann war da noch der Punkt, mit dem es hat geregnet und sie hatten noch vorher verkündet, darauf zu vertrauen, dass es nicht regnet und auf ihr Dach zu verzichten. Das kann ich auch verstehen, wenn man vom Wetterbericht her und der Tatsache, dass der Himmel absolut blau gewesen ist vorher, das Gefühl hat, das kann man sich jetzt sparen und die Energie und die Kraft zum Aufbringen der Plane und vor allen Dingen die Präzision, dass man die Plane dabei nicht kaputt macht, weil sie haben ja nur eine einfache Plane. Ich weiß nicht, was das für ein Gewebe ist. Ich erkenne jetzt Plastik nicht einfach an der Optik. Dyneema vielleicht noch, die anderen Sachen nicht. Ich vermute, das ist diese Fensterisolierfolie. Vermute ich schwer, dass es sich um eine solche handelt. Und ja, da kann man dann nachvollziehen, dass sie mit dem Ding vorsichtig umgehen müssen. Das kriegt nämlich dann doch vergleichsweise schnell Löcher, weshalb der Fritz eben ja auch erst noch einen Ast schön flach gemacht hat, glatt gemacht hat, bevor sie überhaupt die Folie ausgelegt haben, damit da eben nichts passiert. Und der Martin hat dann gemeint, wir hätten statt einer Wand zum Anlehnen und zum Sitzen bequem lieber sich ums Dach kümmern müssen. Das stimmt, aber das ist aber wirklich ein bisschen müßig, in dem Punkt jetzt viel rumzunörgeln, weil so eine Wand zum Anlehnen schon auch was Gutes ist. Und wie der Fritz dann auch verraten hat, hat man ja im Vorfeld vielleicht mal den Wetterbericht angehört für die nächsten Tage und davon Regen halt keinerlei Rede gewesen ist. Und wie
wie wir inzwischen wissen, dadurch die anderen Kandidaten. Es war auch kein richtiger Regen, was die beiden da ereilt hat, sondern ja mehr eben Feuchtigkeit vom Meer, die in Form von so einer Mischung aus Gischt und Nebel darunter gekommen ist. Ja, also da, der Wetterbericht hatte schon ein Stück weit recht. Es ist ein lokales, kleines Phänomen. Das hat der Fritz aber auch ziemlich gut erklärt. Bisher muss ich sagen, man muss auch den Herrn Meinecke mal loben, wenn er es dann verdient hat. Die Ideen und die Schlussfolgerungen und auch das Erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind, oder so, zumindest wie sie so, warum sie so sein könnten, das macht er erstaunlich gut im Vergleich zu früher. Ja, also er hat da in der Hinsicht definitiv was dazugelernt, habe ich zumindest den Eindruck. Und Lernen ist wichtig. Lernen finde ich außerordentlich hilfreich. Das gibt es in meiner persönlichen Sympathie für den Fritz definitiv Pluspunkte. Ja, und auch der Umgang mit Martin, also ja, ist was Positives. Ja, zum Shelter an sich. Hervorragender Ort, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es ist die einzig gute Entscheidung, wirklich irgendwo so weit Vegetation Platz zu machen, dass man eine gerade Fläche hat oder alternativ die Variante der Naturensöhne, eine schräge Fläche, weil es nur schräge Flächen gibt. Da, wo die sind, glaube ich Ihnen das auch voll und ganz. Sie haben ja auch Erfahrung im Lagerplatzsuche. Wenn die sagen, da gibt es nur schräge Flächen, dann glaube ich Ihnen das. Das dann aber ausgleichen mit eben einem Trapperbett, also sprich einer Holz-Äste-Lattenrost, in Anführungszeichen, das dann wieder auszugleichen, ist das Beste, was man in der Situation dann machen kann. Da haben sie vollkommen recht. Und wenn das fertig ist, werden sie dann hoffentlich auch ganz gut liegen, wenn sie dann gerade dann noch genügend Reisig oben drauf schmeißt, um das Ganze schön auszupolstern. Möglicherweise noch Moos unten drunter, aber das müssen sie selber. Die können ja eh besser Lager bauen als ich. Definitiv, absolut, hundertprozentig. Ne? Von daher, ja. Finde ich das alles soweit ganz cool. Aber nochmal, Fritz und Martin lagern beim momentanen Stand des Lagerbaus, auch wenn sie die Plane zu spät aufgezogen haben, als sie es dann getan hatten, dann noch ein bisschen die Stabilisierungsstöcke dran und notfalls kann man die Beine ja unten drunter liegend noch einziehen, dann ist das so definitiv bei allem, was nicht ein krasser Sturm ist. Und das braucht lange, bis du dein Lager soweit aufbereitet hast, dass du auch einen krassen Sturm überstehen würdest. Ist das meiner Meinung nach das beste Lager, bester Ort. Vom Baulichen her, da sie ja halt eben auch die gute Plane haben, eine vergleichsweise gute Plane haben, würde ich fast sagen, bestes Shelter bisher. Da derjenige, der die Blockhütte baut, noch immer Luft nach oben haben muss, gebe ich da mal 8,5 Punkte für die Shelter-Situation. Wie gesagt, 5 Punkte für die Nahrungssituation, immerhin mit dem doch sehr regelmäßigen Beerenverzehr. Das ist ein Plan, das ist auch konsequent, ist auch wichtig, dass man nicht aufgrund von Faulheit und Energiemangel vom Rumsitzen sagt, okay, dann machen wir halt einfach nichts wie andere Teams, sondern man macht halt trotzdem was. Oder man macht die Variante Naturensöhne mit ganz viel Disneys große Pause dazwischen. Ja? Also ein bisschen was arbeiten, Disneys große Pause. Wieder ein bisschen was arbeiten, Disneys große Pause. Es herrscht ja kein Zeitdruck, das darf man ja auch nicht vergessen. Und nochmal, ich gehe davon aus, dass jeder Kandidat den Wetterbericht gesehen hat und für die nächsten 5 Tage ungefähr kann man dem ja schon halbwegs vertrauen. Und von daher ist es nachvollziehbar, dass sie sich jetzt auch nicht ein Bein ausreißen, um schnellstmöglich eben ein regendicheres, sicheres Dach hinzubekommen. Ne? Aber Gerrit hat ja auch nochmal gesagt, er ist sich durchaus darüber im Klaren, dass ein regensicheres Dach durchaus irgendwann mal ein Thema sein wird. Und wenn es jetzt anfängt, so richtig zu regnen, die beiden ein Problem haben, das ist korrekt. Ja? Aber nochmal, Wetterbericht. Ja. Gut, und ja, wen habe ich jetzt vergessen? Sascha und Knossi. Sascha und Knossi haben gefühlt, seit sie beschlossen haben, den komischen Adlerhorst da zu errichten, der aus nichts besteht, außer dass ein paar Stämme hingetransportiert worden sind. Dann haben sie super gefährlich Bäume gefällt. Das kann man mit dieser Kettenhandsäge aber fast nicht weniger gefährlich machen. Ein bisschen ganz geschickt wäre tatsächlich, wenn einer noch dasteht und den Stamm festhebt, während der andere sägt, damit es zumindest länger dauert, bis da was umkracht. Und die Maximaldicke von dem, was man da umschneiden sollte mit so einer Handkettensäge, allein vom Umfallen, vom Verletzungsrisiko beim Baumfällen sozusagen her, ist tatsächlich das wie der dicke Stamm, den sie da halt mal eben einmal umgesägt haben. Ne? Und dass der nicht in die Richtung fällt, wo man den gerne hinhaben möchte, liegt daran, dass er immer tendenziell in Richtung Schneidkante fällt. Also auf den drauf, der ihn gerade absägt mit der lustigen Handkettensäge
Seilkettensäge, wie auch immer man das Ding da nennen möchte. Sägekette. Ja, das kann man also noch ein bisschen optimieren. Andererseits ist tatsächlich das Verletzungsrisiko bei so ganz kleinen Bäumchen, insbesondere wenn sie nicht morsch sind und dann nichts aus der Krone runterfallen kann beim Sägeprozess oder beim Fallprozess, ist vergleichsweise überschaubar. Und ja, also Gemecker auf hohem Niveau zur Baumsägetätigkeit. Ja, ach so, ich hatte letztes Mal noch vergessen zu sagen, was man so schön gesehen hat. Wenn der Knossi sein Netzchen, wie ein Taschentuch, das du in einem Zipfel hältst, einfach durchs Wasser zieht. Hui, hui, hui. Wie zum Geier soll sich da bitte ein Fisch drin verfangen? Insbesondere, wenn man das nur dreimal macht. Das ist ja nahezu vollkommen ausgeschlossen, dass da ein Fisch auf die Idee kommt, sich diesem erweiterten Taschentuch großen Netz zu nähern, dass da wirklich so breit ist, wenn es durchs Wasser gezogen wird, sich da dann unbedingt mit Karacho reinschlängelt, um da drin hängen zu bleiben. Warum sollte ein Fisch das tun? Fische sind keine Gaming-Streamer, ne? Fische sind nicht ganz... Ich sag's nicht. Nee, Spaß, Spaß. Selbstverständlich sind Gaming-Streamer schlauer als ein durchschnittlicher Fisch. Beim Delfin müssen wir drüber nachdenken. Zumindest wenn man nach Douglas Adams geht, ist das ja die zweitintelligenteste Spezies des Planeten. Ja, wie auch immer, es wird bald duster. Da muss ich wirklich mal gucken, dass ich zum Discounter des Weißen Mannes komme. So, es ist noch dusterer geworden. Das liegt daran, dass ich nochmal einen Zusatztake mache, damit ich nicht zu viel Böses sage, beziehungsweise zu vieles, was möglicherweise falsch verstanden werden könnte bezüglich Sascha und Knossi. Sascha und Knossi kriegen von mir jetzt erstmal einen Punkt für ihre Lager. Zwei Punkte für ihre Lagersituation. Sie sind immerhin mal nicht in dem Spülsaum. Sie können also nicht weggespült werden, sie sind etwas erhöht. Achso, den Naturensöhnen habe ich noch gar keine Punkte gegeben. Die kriegen auch 8, weil die werden dann noch was Krasses bauen, mit Sicherheit. Das sind die Naturensöhne, also Vorschusslorbeeren. Und Also zunächst mal eben Wohnsituation eben 2, weil der Platz wenigstens halbwegs gut gewählt ist. Gebaut haben sie noch gar nichts, Plane haben sie nicht dabei. Das ist halt einfach ein Fehler. Keine Plane dabei zu haben, ist halt wirklich, wirklich, wirklich keine gute Idee. Das könnte denen alles zunichte machen, sobald es nennenswert regnet und sie dann irgendwann wirklich nur noch kalt haben, weil der Schlafsack durchgeweicht ist. Sie haben ja keine Möglichkeit, sich irgendwie gegen das Durchweichen des Schlafsacks zu wehren. Außer den Schlafsack einpacken, höchstens noch. Und dann weichen sie selber durch und dann sind auch sämtliche Klamotten nass. Ist also auch nicht wirklich hilfreich. Also schwierig, ganz schwierig. Nahrungsmäßig, abgesehen davon, dass sie jetzt scheinbar beide denken, dass man die Beeren nicht essen kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie es nochmal versucht haben. Aber da hat sie auch noch gar nichts getan in die Richtung. Bei den zwei sieht man ja nun wirklich mehr als offensichtlich von den Fotos, die gemacht wurden, als sie von der Veranstaltung wiedergekommen sind, dass sie massiv abgemagert haben. Ich könnte mir also sehr, sehr gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass sie quasi nichts gegessen haben mit Knossis großen großartiger Fischfangtechnik mit dem Netz garantiert auch nie einen Fisch gefangen haben. Und ja, möglich, möglich. Also ich sehe bei denen nicht wirklich die Qualifikation, sich was anderes als Essen, als Beeren zu beschaffen. Und die Beeren sind scheinbar die falschen oder werden zumindest als die falschen wahrgenommen. Und ja, ja, schwierig, schwierig. Also essenstechnisch kriegen sie von mir auch eigentlich keinen Punkt, weil die eine Nahrungsquelle, die da überall verfügbar ist, wurde ja eben als, oh nee, das kann man nicht essen und oh, ich weiß nicht genau, oh, lieber nicht, scheinbar wahrgenommen. Ne? Aber vielleicht wird das irgendwann nochmal deutlicher, ob sie nicht doch noch ein paar Beeren gemampft haben oder ob sie wirklich beschlossen haben, wir machen einfach Abmagerungskur 14 Tage. Ja, ne? Also die beiden sind tatsächlich meiner Meinung nach am untersten Ende von dem, was sie bisher so getan haben, anzuordnen. Selbst der Wies und der Dingsdada, der Plattenpapa, die haben immerhin einen halbwegs wassergeschützten Unterschlupf. Ja, die können, wenn es regnet, könnten sie sich in Sicherheit bringen und sie können da einigermaßen gemütlich rumliegen und so weiter. Ja, und gut, die haben jetzt auch keine Beeren gegessen und die haben, glaube ich, auch keinen Wasserfilter, sondern nur noch ein ganz paar Chlortabletten und haben bisher auch noch nichts abkochen können. Wie denn? Sie haben ja auch keinen Topf.
glaube ich, außer sie haben auch so einen Folientopf dabei, das müssen wir noch sehen, das haben wir bisher noch nicht gesehen, weil wenn sie sagen, sie wollen Wasser abkochen, dann müssen sie sich ja irgendwas überlegt haben, worin sie denn Wasser abkochen wollen. Oder sie wollen wirklich die heiße Steine-Methode anwenden. Das hat das Internet sicherlich mitbekommen, dass man im beliebigen Gefäß, ob das jetzt nun feuerfest ist oder nicht, mittels heißen Steinen Wasser so weit erhitzen kann, dass theoretisch die Keime abgetötet werden. Im Übrigen nochmal der Hinweis, auf der ganzen Insel sehe ich keine zwingende Notwendigkeit, großartig Wasser abzukochen. Selbst wenn es da Biber geben sollte, wir haben ja schon gelernt, wenn es überhaupt was im Wasser gibt, was gefährlich sein könnte, mal abgesehen von einem toten Tier, das da wirklich gerade eben erst gestorben ist und jetzt im Wasser liegt, was so super, super, super unwahrscheinlich ist, dass man das echt getrost ignorieren kann. Notfalls drückt man halt den Hilf-mir-Button und ist dann halt raus, weil da tatsächlich ein totes Tier im Wasser gelegen hat. Aber das ist so unwahrscheinlich. Vorher drückst du den Hilf-mir-Button, weil du vom Blitz getroffen wurdest. Also wirklich kein realistisches Szenario, dass da einfach ein Tier im Wasser liegt und es daran dann scheitern sollte. Ja, aber damit bleibt eigentlich nur das Biberfieber eine realistische Kontaminationsquelle fürs Wasser da vor Ort. Und ich finde bisher auf der ganzen, alles was wir vom Bildmaterial gesehen haben, da gibt es nicht das geringste Anzeichen dafür, dass da irgendwo ein Biber unterwegs sein sollte. Ja, das heißt nicht, dass man es völlig ausschließen kann, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn da Biber vorhanden sind, ist es eine Inselpopulation, die schwimmen nämlich nicht durch Salzwasser. Also jedenfalls, wenn dann nur so unendlich selten, dass das hochgradig unwahrscheinlich ist, dass sie es tun. Und deswegen gehe ich da schwer von aus, dass es da eben kaum Biber geben wird. Und wenn es Biber gibt, wie gesagt, dann ist es eine Inselbiber-Population. Übrigens der durchaus interessante Hinweis, dass die First Nations, die auf der rechten Insel, kartetechnisch gesehen, also die östliche, leben, dass die einen Biber im Wappen oder im Stammessymbol und so weiter und so fort haben, die werden nicht nur auf dieser Insel existieren. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ursprünglich auch mal woanders unterwegs waren, als nur auf dieser einen kleinen Insel. Und da, woanders, am Festland oder auf Vancouver Island, da gibt es mit Sicherheit Biber. Bei den Inseln, wie gesagt, unwahrscheinlich. Auch zu wenig Laubholz, mit den ganzen Nadelhölzern, die da stehen, kann der Biber echt nicht viel anfangen. Ja, und das bedeutet, wenn man das Wasser also nicht abkocht oder nicht chlorifiziert, dann sollte es wirklich eigentlich trinkbar sein. Ja, es ist vielleicht braun, das sind Huminstoffe, das kommt aus den ganzen moorigen Gebieten, das in dem Papa Platte und Ries leben. Also eine hervorragende Idee, sich genau da sein Wasser abzufüllen, damit man die maximale Menge an Huminstoffen im Wasser drin hat, damit es so richtig schön braun ist und dann möglicherweise extra schlecht schmeckt. Huminstoffe machen das Wasser bitter. Das ist normalerweise für einen gesunden Mensch mit einem halbwegs gesunden Magen-Darm-Trakt, aber in den Konzentrationen, dass du normale Mengen trinkst, kein Problem. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel von trinken, bis das zum Problem wird. Über einen ganz langen Zeitraum vielleicht irgendwann mal. Andererseits lernt der Darm bzw. die Darmflora auch dazu, sodass also unsere Darmlebewesen, die uns beim Verdauen helfen, dann durchaus auch in der Lage sein sollten, irgendwann eine Resistenz gegen Huminstoffe haltigeres Wasser zu entwickeln. Also ja, diese Braunfärbung ist kein Problem. Oder um es mit Andis Worten zu sagen, ist halt Waldwasser, das kennt man schon. Ja, so ist es. Man kennt es halt wirklich, wenn man erfahrener Waldläufer oder sowas in die Richtung ist. Ja. Und ja. Ja, aber ich wollte ja eigentlich zu Knossi und Sascha bisherige Verdienste, außer eben rumbrüllen und den Wolf anbrüllen und anderes Brüllen, hat da wenig stattgefunden. Und die Tatsache, dass sie feststellen, dass es zu zweit viel einfacher ist, ja, weil jemand zurückbrüllt, wenn man brüllt. Und gemeinsames Brüllen ist wahrscheinlich lustiger. Ich hatte auch mal so eine Phase vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung genug war und rumbrüllen in der Natur lustig gefunden habe. Und da war es auch gemeinschaftlich lustig. Lustiger. Ja. Vielleicht sind sie noch in dieser Phase, ich weiß es nicht. Jo, jetzt ist dann fast duster. Wie unschwer zu erkennen ist, dankenswerterweise ist unsere liebe Esskastanie hier noch etwas gelb. Die hält das Bild noch mal ein wenig auf. Und ich glaube, an der Stelle bin ich durch. Habe ich irgendwen vergessen? Nein. Ja. Ich kann euch nicht allzu viel weiteres zur Natur als solchen erzählen. Also die Bäume, die haben wir schon angesprochen, die es gibt.
Wenn nicht, könnt ihr euch mal meinen Beitrag zu den Nadelbäumen Nordamerikas angucken. Da sind sie in jedem Fall dabei. Da sind sämtliche Bäume, die wir auf der ganzen Insel finden können, angesprochen worden. Zumindest soweit ich das bisher gesehen habe. Und die ganz paar Laubbäumchen, die ich immer nur schemenhaft irgendwo entdeckt habe. Andi und Gerrit meinten auch Birkenrinde gefunden zu haben. Also wahrscheinlich haben sie an ihrem Halbmoorsee, das ist so ein Mittelding, das ist noch nicht wirklich Moor, wahrscheinlich ein Toteisloch, dass der langsam verlandet und im Verlandungsprozess am Rand, am Ufer des Sees, wo man auch schnell nasse Füße bekommt, wie die beiden festgestellt haben, da mag es ein paar Birken geben. Da werden die Bedingungen für die Moorbirke oder eben die amerikanische Version der Moorbirke, ich weiß nicht, ob sie da wirklich Betula pubescens haben, ich glaube nicht, aber eine Form von Birke wäre da tatsächlich vorstellbar. Was toll ist, weil abseits von Mooren gibt es auf ganz Vancouver Island keine Birke. Die kommt da nicht vor. Von daher großes Glück für Gerrit und Andy, da wirklich ein wenig Birkenrinde gefunden zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe. So, aber ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesagt, oder? Ja, also ein Hype kommt bei mir nicht auf, kann ich beim besten Willen nicht behaupten. Es ist nett, es ist milde, unterhaltsam und ehrlich gesagt muss ich gestehen, jetzt nochmal zur Diskussion Freeview oder YouTube gucken, dass mir Freeview gucken fast lieber ist. Allerdings, das haben auch einige in die Kommentare geschrieben, was nervt, ist die doofe Jingle, dass jetzt Werbung kommt. Die 5 Sekunden, jetzt kommt Werbung. Achtung, bist du bereit? Jetzt kommt gleich Werbung. Oh, da ist die Werbung. Dann läuft die Werbung durch und dann, jetzt ist die Werbung fertig. Du guckst immer noch Freeview. Bist du bereit, dass es weitergeht? Zack, jetzt geht es weiter. Das wird es nicht brauchen. Ja? Also solche sinnlosen, immer selben Intros bzw. Outros und das bei jeder Werbung zweimal, das nervt ein wenig. Ansonsten, Art der Werbung. Werbung ist mir ehrlich gesagt lieber als der Schwachsinn, der auf YouTube läuft und zum Beispiel irgendwelche Lego-Geschichten, irgendwelche Lego Minecraft war die letzte Werbung, die ich da bekommen habe. Das war sogar halbwegs unterhaltsam mit irgend so einem Mädel, das plötzlich gefühlte Minecrafter ist und dann ihr Zimmer aufräumt und ich habe es nicht ganz kapiert. Also ich meine, ich kenne Minecraft, aber Zug, ja. Ja, aber die fand ich eigentlich ganz sympathisch und es sind wirklich mehr, vor allen Dingen häufigere Werbeunterbrechungen, finde ich, im Behind-the-Scenes-Gedönse auf Normal-YouTube und das wird ja mit Sicherheit dann auch bei den Folgen auf Normal-YouTube der Fall sein. Da ist mir diese Freeview-Variante wirklich ganz lieb und was auch ein paar von euch angemerkt hatten und das kann ich nachvollziehen, das habe ich inzwischen auch so gemacht, man kann die Werbeblöcke einfach hintereinander weggucken, dass man einfach an die Punkte, wo die Werbeblöcke kommen, klickt, den Werbeblock guckt, den nächsten Werbeblock guckt, den nächsten Werbeblock guckt und danach hat man die Werbung gesehen sozusagen oder man hat sie ignoriert natürlich und kann dann die ganze Folge am Stück durchgucken, ohne von der Werbung genervt zu werden. Das geht auf YouTube überhaupt nicht. Selbst wenn du da rumklickst, dann kriegst du jedes Mal eine Werbung nach jedem Klicken, fängst wieder von vorne an und dann kriegst du halt nochmal einen Haufen Werbung. Also das funktioniert so nicht, ne? Jetzt ist es natürlich paradox, dass ich mich über YouTube-Werbung beschwere, davon lebe ich auch zum Teil. Also von der Stelle nochmal herzlichen Dank, wer die Werbung bei mir erträgt. Ich habe aber keine Zwischenwerbung, beziehungsweise bei mir sollte eigentlich im Video nur dann Werbung kommen, im besten Fall, wenn das noch alles so funktioniert, wie es soll, wenn ihr eine Pause gemacht habt und dann weiter gucken wollt. Dann läuft nochmal eine, aber ansonsten immer eigentlich nur am Anfang und am Ende. Eigentlich sollte das so sein. Wenn das nicht so ist, könnt ihr euch gerne mal beklagen und dann muss ich mal schauen, ob ich das nochmal irgendwie hinkriege. Aber eigentlich habe ich den Regler für Midterm-Ads, also die Dinger zwischendrin, ausgeschaltet. Ja, aber momentan ist es ja gerade ein bisschen schwierig. YouTube experimentiert ja mit ihren Werberichtlinien und mit der Menge an Werbung, die es zu sehen gibt. Tendenziell ist es mehr. Und tendenziell gibt es viel mehr Werbung, die man nicht wegklicken kann nach 5 Sekunden. Und ja, das muss einem jetzt nicht unbedingt gefallen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin durch. Der Discounter des Weißen Mannes wartet auf mich. Ich winke hier mal im Halbdunkel, wünsche euch alles Gute und hoffe, das reicht euch jetzt ein bisschen an Kommentar zum Geschehen, weil ja, ich habe nicht allzu viel dazu zu sagen. Es ist jetzt nicht so viel Spektakuläres passiert, wo man jetzt wunder was zu erzählen könnte. Ja, darum ist es auch vergleichsweise jetzt nicht allzu ausufernd, auch wenn über 3 Folgen. Tschüss!